Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und ihr schaut wieder in meine Gedankenschmiede für Champions. Und ich habe heute für euch Gamagos, den psychischen Mystiker, ein Tank, Nahkämpfer, Magier. Ich habe ihn diesen Champion mal ganz bewusst jetzt, damit das auch ein bisschen von euch kommentiert wird und ihr entscheidet, wo er am besten hinpasst, habe ich hier viel verschiedenen Kuddelmuddel reingemacht. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist, so dass halt dieser Champion so vom Konzept her nicht ganz schlüssig ist. Ich habe starke AD-Skalierung, ich habe starke AP-Skalierung, ich habe dicke, fette Utility, die vielleicht auch einfach als Supporter dann richtig, richtig stark ist. Die Fähigkeiten gucken wir uns ja nach und nach an. Erstmal gibt es für Gamagos, für diesen fetten Klops, erstmal eine kleine Story. Und zwar, über Gamagos ist wenig bekannt. Man hört nicht viel, man sieht ihn nicht viel. Gamagos lebt sehr, sehr abgeschieden in einem heiligen Tempel. Und schon seit Ewigkeit, man weiß nicht mal, wie alt Gamagos ist. Gamagos hat sich seit Ewigkeiten darauf fokussiert, seinen Geist zu stärken. Seinen Geist, seine psychischen Fähigkeiten. Und er ist ein unglaubliches Talent, wenn es darum geht, die Psychokinese anzuwenden. Er kontrolliert Gegenstände, er kontrolliert sogar Personen mit seinen Gedanken. Und Gamagos lebt völlig abgeschieden. Er kennt weder Wut, er kennt weder Trauer, er kennt weder Freundschaft noch Liebe. Und das hat ihm zu einem Wesen gemacht, das eher wie eine Maschine wirkt. Überhaupt nicht wie ein Lebewesen, das eine Seele hat, das Freude empfinden kann, das Trauer empfinden kann. So ist nicht Gamagos. Gamagos ist jemand, der ganz abgeschieden, ganz in sich gekehrt, aber doch voller Energie lebt. Gamagos mit einem unglaublichen Talent wurde irgendwann von einem Wanderer besucht, von einem Wanderer in seinem Kloster. Und dieser Wanderer lernte Gamagos kennen. Und in Gamagos tat sich etwas. Für Gamagos war es der erste, man weiß nicht seit wie vielen Jahren, der erste menschliche Kontakt. Und zum Erstaunen für Gamagos oder zum Erstaunen aller war es gar nicht sowas wie Freude, dass er einen Menschen kennengelernt hatte, sondern es war mehr das Erstaunliche, dass Gamagos merkte, dass er nicht nur Tiere, die um sich rum waren, dass er die auch manipulieren konnte, oder dass er sie beherrschen konnte, oder dass er ihnen auch Schmerzen zufügen konnte, wobei er das alles wirklich ohne Emotion einfach nur zum Zweck seiner Fähigkeiten, um die zu verbessern, immer gemacht hat. Aber er merkte auch, dass er auch ein Menschen, dass er ein höheres Wesen, ein Wesen, das von sich, das sich sehr intelligent hält, dass er auch das manipulieren, kontrollieren und dass er auch darüber Macht besitzt. Und diese Macht, die bewegte in Gamagos etwas, dass er sich selber vorgenommen hatte, er will mehr. Er will nicht mehr in seinem Tempel, in seinem Kloster sitzen, nicht mehr weitere vielleicht 1000, vielleicht 100.000 Jahre dort verweilen. Er will seine Fähigkeiten jetzt auf die Probe setzen. Und deshalb hat sich Gamagos der Liga der Legenden angeschlossen, hat sich mit den Summonern zusammengetan, hat mit ihnen einen Pakt geschlossen, in dem es heißt, er wird seine Fähigkeiten für sie einsetzen. Aber mit diesen Fähigkeiten will er auch stärker werden, will er schauen, zu was er in der Lage ist. Und wie er mit anderen Gegnern umgehen kann. Das ist Gamagos, eine kleine Story für ihn. Psychokinetischer Mystiker, das heißt mit der Kraft der Gedanken. Ein sehr, sehr kopfstarker Champion, obwohl es eben vom Bild nicht so aussieht. Aber er sieht ein bisschen antik aus. Und daraus kommt halt in der Story hervor, dass er sehr, sehr, sehr alt ist. Und wir kommen jetzt auch direkt zu Gamagos, seinen Fähigkeiten. Die Passive. Und ich sag's jetzt nochmal, das ist viel, viel Verschiedenes zusammengewürfelt, wo ihr einfach mal schreiben müsst, wie weit passt das für euch in ein Konzept oder findet ihr das sogar so geil, dass es halt wieder übersetzt werden muss und ins Forum kommen muss. Also die Passive. Gamagos erhält zusätzlich 10% Rüstung und Magieresistenz. Solange Gamagos unter 20% seiner maximalen Leben hat, verdreifacht sich dieser Bonus. Das heißt, hat er wenig Leben, ist er tankier, wird nicht so schnell getötet. Wäre natürlich für einen Magier in der Mitte interessant. Wäre natürlich auch für einen Tank interessant. Für eventuelle Baits.
dafür, dass man lange überlebt, dass man lange sein Team schützt. Zusätzlich bei der passiven Gamagos besitzt auf Level 1 bereits seine ultimative Fähigkeit. Was das ist, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal das Q. Der erste Damage Spell, der jetzt mit AD-Skalierung. Gamagos springt eine kurze Distanz, 450 Einheiten, das ist wirklich nicht lang, das ist weniger als Dravens Auto-Attack Range. Aber nur ein bisschen weniger, also wenn man sich ein bisschen bewegt, man kann das schon hinkriegen. Und schmettert seinen Gegner in den Boden. Dadurch hält er ihn für 1,2 Sekunden halt am Boden fest und verursacht entsprechend Schaden. Bei Level 5 mit einer 100% AD-Skalierung, das ist, kann man vergleichen vielleicht mit Rengars Q, aber nicht mit Full Ferocity, aber mit Rengars Q oder mit Gnars Q. Also so irgendwie wird das funktionieren, 110 plus 100% AD, physischen Schaden, kurze Abklingzeit, wenig Mana-Kosten. Hier also die Möglichkeit, ihn als Tank ADLer in der Top-Lane zu spielen. Dann die W. Die W, ein absolut krasser Utility-Spell. Gamagos erhält Zähigkeit. Ich habe überlegt, was baue ich da ein? Und ich habe gesagt, komm, weil ich dieses Konzept einfach mal so komplett umkrempeln will. Wofür ist Zähigkeit gut? Eine Iraya hat das zum Beispiel, dass sie besser die Gegner chasen kann. Wofür ist Zähigkeit für Gamagos? Vielleicht auch als Schutz? Vielleicht ist es ja doch so nützlich, das auch defensiv zu haben, wenn zum Beispiel ein Ryze stunt dich und du hast Zähigkeit und du bist jemand, der anfällig ist, weil du komplett auf Magier, komplett auf AP gebaut hast oder nur komplett auf AD, ihr entscheidet das im Endeffekt, dann ist ja Zähigkeit auch nicht schlecht. Und die aktive der W-Fähigkeit, Gamagos umgibt sich für eine Sekunde mit einem psychokinetischen Schild, wodurch alle Skillshots, und das ist echt krass, das gibt's auch noch nicht, die Gamagos treffen würden, abprallen und somit nur an anderen Zielen Schaden verursachen. So, kurz zur Erklärung. Ein Skillshot ist zum Beispiel Jinx Ulti. Ein Skillshot ist Ravens Ulti, Ezreals Ulti. Ein Skillshot ist zum Beispiel, was gibt es noch, wenn Maokais Zepplinge fliegen, sind das auch Skillshots. Dann haben wir Skillshots bei natürlich fast allen Mages. Zum Beispiel auch, oder Kha'Zix, sein W ist ein Skillshot. Also Skillshots sind immer diese Fähigkeiten, wo ihr nicht direkt auf den Gegner klickt. Also wo ihr auch irgendwo in die Gegend schießen könnt zum Beispiel. Und diese Fähigkeiten, wenn jetzt hier dieses Schild ist, die würden hier gegenprallen, keinen Schaden machen und dann wieder abprallen, könnten natürlich aber trotzdem an euren Mates Schaden machen. Also da muss man vorsichtig sein, denn ja, also die werden nicht am Gegner Schaden machen. So fett soll diese Fähigkeit nicht sein. Aber sie prallen ab. Und wenn zum Beispiel einer eurer Mates in einem Teamfight sich in Schutz bringen will und ja, es prallt aber an euch ab und fliegt dann auf ihn so eine Ulti wie von Jinx, dann kann es natürlich sein, dass man diese Fähigkeit auch falsch einsetzt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, in der Laning-Phase und die Abklingzeit ist natürlich im Early noch lang, im Late-Game schon wieder relativ kurz für so einen starken Spell. Die Mana-Kosten aber extra hoch, dass man es wirklich nicht immer einsetzen kann, dass man ein bisschen dieses Mana-Management halten muss. Und auf jeden Fall eine geile, geile Fähigkeit, wo ich echt gespannt wäre, wenn Riot sowas rausbringen würde, wie die Leute das einsetzen würden. Wie effektiv vor allen Dingen. Und ich glaube, wenn man sich Fioras Parieren anguckt, was ein Auto-Attack blockt, und hier habt ihr die Möglichkeit, mal einen Skillshot zu blocken. Ich glaube, das ist in der Mitte. Gerade da, wo wirklich die Magier viele Skillshots haben, dass es da ziemlich, ziemlich effektiv zur Geltung kommen würde. Dann haben wir noch das E. Gamagos kugelt sich für 2 Sekunden ein. Hier jetzt übrigens der AP-Spell. Und konzentriert sich auf seine psychischen Fähigkeiten. Also er wird 30% langsamer, nimmt 30% weniger Schaden. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass du so ein bisschen langsamer stampft. Irgendwie hier so sich auf seine Fähigkeiten konzentriert, also auch so ein bisschen die Hände nach oben nimmt. Und nach 2 Sekunden entlädt Gamagos einen psychokinetischen Strahl, der an allen getroffenen Gegnern 90, 130, 170, 210, 250 plus 70% AP magischen Schaden verursacht. Ist wieder wie ein Hauptspell für einen APler. Allerdings mit etwas längerer Abklingzeit, 12, 11, 10, 9, 8. Mana-Kosten auch höher. Reichweite schon ziemlich toll. Relativ lang. Schöner Poke möglich. Und 1250 ist zum Beispiel weiter
als von Kha'Zix seine Void Spikes. Also als das W von Kha'Zix, das ist weiter. Das heißt, man kann schon echt gut poken. Und das Geile ist, es macht halt allen getroffenen Gegnern Schaden. Guter Base Damage, gute Skalierung. Also mit Sicherheit ein ganz interessanter Spell. Nachteil natürlich, dass der 2 Sekunden lang aufgeladen werden muss. Das ist wie bei Xerath. Nur dass Xerath das auch schon vorher aktivieren kann. Sein Q ist das, meine ich. Sein Q. Aber von der Range her ist es ähnlich. Ich glaube, Xerath hat sogar noch ein bisschen weiter. Ich glaube, Xerath hat 1300 da in der Range. Aber so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Sicheres Farm, sicheres Harassen. Man muss halt schauen, wie das vielleicht mit dem Q funktioniert. Man farmt sich ja mit E. Man springt den Gegner auf einmal mit dem Q an. Und man blockt seine Spells. Also ich habe das Gefühl, in der Mitte würde er gut reinpassen. Oder vielleicht als Supporter. Und wieso das so ist, das komme ich jetzt bei der Fähigkeit R, bei seiner Ulti. Gamagos projiziert Kraft seiner Gedanken ein unbewegliches Abbild von sich, das maximal 3, 4, 5 Sekunden bestehen bleibt. Also wir haben quasi wie so ein, ja, ein Abbild. Das ist wie bei Shakos Ulti. Das ist wie bei Zed, der Shadow, kann man sagen. Denn dieses Abbild imitiert die nächste Fähigkeit, ob es das Schild ist, ob es der Laserstrahl ist, der psychokinetische Strahl, oder es kann auch sein, dass es das Q ist. Also wenn 2 Gamagosse am Gegner stehen, können die beide ihn anspringen und beide Damage machen. Und der Schaden ist aber um 50% reduziert, damit das nicht echt so hoch ist, gerade auf Level 1, wenn man so ein E trifft, mit dem Abbild und ihr selbst, wenn ihr beide das E treffen würdet. Das wäre mega hoher Schaden. Wir hätten hier nochmal 35, wir hätten 105% Skalierung und 135 Damage. Und das ging so squishy ab Hela. Das wäre auf jeden Fall schon echt böse. Und zusätzlich, also es ist so, es ist nicht so viel Utility wie bei Zed, dass er zum Beispiel zu diesem Abbild springen kann. Es ist einfach wirklich ein unbewegliches Abbild, das er in einer 600er Range stellen kann. Also da wieder zum Beispiel weiter als Draven's Auto-Attack-Range. Und man muss das jetzt so sehen, das verlängert ja auch seine Spell-Range. Das heißt, wir haben hier 600 Reichweite plus zum Beispiel 1250 vom E. Leute, das ist ein unglaublicher Poke, den man da abfeuern kann. Aber er hat dafür halt keine Ulti, die richtig fett Schaden macht. Das heißt, das ist wirklich so ein bisschen Utility. Wie setze ich das ein? Setze ich das ein, um Ranges zu verlängern? Setze ich das ein, um zu harassen? Setze ich das ein, um vielleicht sogar einfach nur sicher zu farmen? Denn man kann auch dieses Q dann richtig, richtig geil einsetzen. Ihr könnt 600 Range plus die 54, ihr habt 1050 Range auf diesen Anspringer und auf den AD-Schaden. Dafür halt 50 Sekunden Abklingzeit, die Mana-Kosten laufen über die Zeit auf 100 und zusätzlich in der Nähe von dieser Puppe, da habe ich einfach nochmal, damit die ein bisschen nützlicher wird, solange das Abbild besteht, werden Gegner in der Nähe dieser Puppe für 2 Sekunden um 15, 20, 25, 30% verlangsamt. Ein kleiner CC, Gamagos hat sonst keinen CC, hat keinen Escape-Move. Wobei natürlich dieses Anspringen, er kann ja Gegner anspringen, auch gegnerische Minions, aber letztendlich ist das eigentlich ein offensiver Spell. Ihr entscheidet, Leute, wie seht ihr Gamagos? Passt er überhaupt in die Liga der Legenden? Ich habe hier echt mal so ein bisschen Diskussionschamp rausgebracht. Wir können gemeinsam diskutieren, passt er nicht? Was fehlt ihm? Oder ist er tatsächlich so schon in Ordnung? Gamagos, Adela, Apela, Supporter, Magier, Nahkämpfer, Tank, Jungler. Ihr entscheidet, wir kommentieren alle zusammen. Ich bin euer Powerwort. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Sonntag und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.